Fast 8 Jahre hatte es gedauert. Am 6. April 2019 war es endlich soweit. Das Team um Axel Schlitt von Axels Boxenstopp eröffnete sein neues Ladenlokal in Körle-Oberempfershausen. Landschaftlich zauberhaft liegt das nordhessische Örtchen gewissermaßen gleichzeitig am Busen der Natur und am A der Welt. Und genau das macht hier den Reiz aus. Schließlich steht bei Axels Boxenstopp fernab großstädtischer Hektik die Konzentration auf die Fahrzeuge und Umbauten im Vordergrund. Und dafür gibt's jetzt endlich genügend Platz. Neben einem recht feinen Showroom steht Axels Team eine großzügige Werkstatt mit 4 Hebebühnen zur Verfügung. Eine davon ist sogar groß genug für ausgewachsene Side-by-Sides. Axel freut sich. Wie lange habt ihr gebaut hier für deinen? 9 Jahre waren wir dran am Umbau. Von und Trott in das, was jetzt ist. Ja. Wie viel Quadratmeter hast du? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Sind irgendwo 200 Quadratmeter Ausstellungsraum. Wichtigste ist eigentlich die Werkstatt. Die Werkstatt hat sich halt fast verdreifacht gegenüber in Körle. Und ja.